Es geht gegen 12. Mäßigen Sie sich. Ich möchte noch ein Wort zum Moderator sagen. Ich habe dieses zwischen den Zeilen ausgesprochene mit spitzen Fingern als Abneigung etikettierte Feuilleton sehr wohl verstanden. Nicht? Das Feuilleton lobt mich, also muss man sich über das Feuilleton lustig machen, damit das Lob über mich nicht so gut klingt. Nicht? Dann sagt er noch, der Feuilleton, das ist für Sie dann besonders ulkig, nicht? Was Sie nachdenklich machen sollte, meine Damen und Herren, wenn es Sie amüsiert, an einem Wochenende, nachts gegen 12, es lustig zu finden, wenn einer bei Feuilleton den falschen Artikel davor benutzt. Nicht? Das wirft doch irgendwie ein bezeichnendes Bild auf Ihre geistige Verfassung. Es treten hier Leute auf, von denen Sie amüsiert sind, dass ein Satz, die einen können ihn gar nicht anfangen, die anderen bringe ich zu Ende, der Dritte weiß gar nicht, was er eigentlich sagen wollte, nicht wahr? Das ist doch, was ist das denn, nicht wahr? Jetzt überlegen Sie doch mal. Und das in einer komplexer werdenden Zeit, somit werden Sie doch mit dem ganzen Trara, der um uns rumläuft, werden Sie doch nicht gerecht. Unterhaltung kann auch mal ein bisschen Anspruch haben. Und nicht so ein Gedudel wie das, was hier althalben abgezogen ist, so grauner. Wann können Sie sich daran erinnern, wann hier das letzte Mal die Unterhaltungsmaschine mal für 1-2 Wochen aufgehört hat, sich zu drehen und uns zu belästigen? Können Sie sich erinnern? Ewig her. 11. September wahrscheinlich damals, 2001. Ja, mal brauchen Sie nicht hoho machen. Aber war es nicht so? Da sind endlich mal so ein paar Sendungen auch ausgefallen. Nicht? Da konnte man mal Luft holen, konnte sagen, man sich mit ernsten Problemen beschäftigen. Da haben die diese Comedy-Fuzzis und dieses ganze Gedudel, haben ein paar Wochen die Klappe gehalten. Aber man kann doch jeden nicht alles Quartal mal einen Wolkenkratzer einäschern, nur damit er mal Ruhe ist zwischendurch. Das geht doch nun auch nicht. Das kann man ja nicht machen. Da waren ja auch damals Unschuldige drunter. Nicht? Das geht doch so, kann man es. Aber man fragt sich natürlich, was bedeutet das? Nicht. Dieses Privatfernsehen, was uns voll dudelt, übrigens, weil wir gerade bei Jubiläen sind, nicht? Vor 20 Jahren wurde das Privatfernsehen auf ausdrücklichen Wunsch der Christlichen Union gegen den hartnäckigen Widerstand der SPD in Deutschland eingeführt, um die kulturelle Vielfalt zu verbreitern. Und dann kommt sowas, nicht wahr? Warum machen Sie sowas mit? Damit Sie Ihre Kinder besser verstehen oder Ihre Enkel, die vor Ihren Augen am Fernseher verblöden? Wenn Sie die nicht verstehen, wenn Sie nicht glauben, was da los ist, wenn Sie die geistige Welt Ihrer Enkel kennenlernen wollen, dann gucken Sie Fernseher, brauchen Sie noch nicht mehr sich auf dem Pausenhof zusammentreten lassen bei Ihren Enkeln. Gucken Sie einfach, was im Fernsehen serviert wird für die Zielgruppe der 14-Jährigen mittags von Privatsendern, von Erwachsenen angeleitet, sogenannte Talkmaster, die anschließend noch Fernsehpreise kriegen. Da werden Minderjährige aufeinander gehetzt, die sich so lange gegenseitig demütigen und erniedrigen, bis einer in Tränen ausbricht oder aggressiv wird. Der andere darf bleiben, darf wiederkommen, kriegt 30 Euro. Wenn Ihnen das noch nicht reicht, dann bleiben Sie dran, bis wir die Zielgruppe der 19- bis 24-Jährigen Dieter Bohlen, kleine Mädchen, fertig macht. Oder dann kommt Dünnhungern mit Heidi Klum oder Dreckfressen mit Dirk Bach. Müssen Sie kennen, Dirk Bach, das Gegenteil von Heidi Klum. Das ist doch die Welt, in der wir leben, nicht da? Und ungeheuerlich sowas. Nee. Mit glänzender Einschalt und Dirk Bach, nicht wahr? Dieses Dschungelcamp, wo abgehalfterte Scheinprominente, die man besser eingeschläfert hätte vorher, nicht wahr? Die dagegen sind, die aufeinander gehetzt werden, die sich füttern mit Ungeziefer, das sie vorher wahrscheinlich noch voll uriniert haben und das am längsten im Magen behalten kann, da geht Geldanerkennung der eigenen Sendung. Das ist dann für die Zielgruppe 19- bis 24-Jährige. Und wenn uns so einer versucht, Kabarett oder sowas zu machen, was nicht der Feuilleton gut finden soll, wie hier geulgt wird um unser Einiger, dann kommt da der Sender und sagt, oh, die marktrelevante Zielgruppe wird nicht getroffen. Wissen Sie, was das ist, die marktrelevante Zielgruppe? In den öffentlich-rechtlichen Anstalten, die Sie finanzieren, die gerade das hier aufnehmen, das sind diejenigen unter 49. Das ist die marktrelevante Zielgruppe, so ist sie allgemein genannt. Und dann gibt es Anweisungen an die Kameraleute, an den Regisseur. Bei Zuschauerschnitten möchten wir fröhliche, junge Gesichter sehen. So eine Figur wie Sie, die wird gar nicht gezeigt. Das sehen Sie. Das ist die Realität, nicht wahr? Und da muss man sich natürlich fragen, nicht? Und dann, ja, jetzt ist ja schon gut, nicht wahr? Und dann fragt man sich natürlich, ist das wirklich eine Fehlentwicklung? Oder ist das gemacht? Ist das gewollt? Manchmal frage ich mich, ob das wirklich nicht, das kann doch gar nicht sein, dass die systematische Verblödung eines gerütteten Teils unserer Bevölkerung versehentlich passiert. Ich bitte Sie,
Sie leben hier in Bayern, in einem Land, das behauptet angeblich, in den PISA-Ergebnissen am besten abzuschneiden. Ich kann Ihnen sagen, weshalb. Weil die anderen vorher rausselektiert werden und der Jugendkriminalität überlassen werden, wie der Kriminalprofessor Pfeiffer in Niedersachsen in Untersuchungen nachgewiesen hat. Das ist eine Selektionsmaschine. Es gibt eine bayerische Lehrerin, das kann man vor den Wahlen hier mal sagen, klipp und klar, wird sowieso rausgeschnitten, nicht wahr? Da kann man mal sagen, dass hier eine Volksschullehrerin in Bayern strafversetzt wurde, weil sie die Begeisterung ihrer Schüler für die Mathematik derart geweckt hat, dass keiner schlechter als 3 geschrieben hat. Und dann kam der Rektor und hat gesagt, so geht's aber nicht, wir müssen differenzieren zwischen den Kindern. Und dann wurde sie strafversetzt. Und dann frage ich sie, was heißt das? Ich werde es Ihnen beantworten. Möglicherweise ist dieses Desaster, der Zusammenbruch unseres Bildungssystems, keine Fahrlässigkeit. Vielleicht steckt ein tiefer Sinn dahinter. So müssen Sie die Situation in unserem Land betrachten. Alles, was Sie für Fehlleistungen von Politikern halten, das sind vielleicht gar keine. Die sind vielleicht immer nützlich für irgendwelche Gruppen der Bevölkerung, nur Sie sind nicht dabei. So müssen Sie mal betrachten. Den Zusammenbruch, ja, ist ja schon gut. Unser Bildungssystem, ja. Überlegen Sie doch mal. Seit Jahrzehnten werden Festreden in Deutschland gehalten, an jedem Feiertag, über das wohl hochgelobte deutsche Bildungssystem. Das war das Vorbild für die ganze Welt. Exportartikel in einem rohstoffarmen Land wie Deutschland ist nichts wichtiger als das höchstmögliche Bildungsniveau unserer Kinder. Und genau dieses System bricht zusammen vor unseren Augen. Die Lobby guckt zu, sie ist ja da. Hunderte von Lehrern tummeln sich in den Gremien und Parlamenten und ihr Arbeitsplatz verrottet. PISA-Krüppel besiedeln das Land und werden noch gezüchtet. Was hat das zu bedeuten, frage ich Sie. Soll das ein Versehen sein? Nein. Was ist wichtig für das Land? Wachstum. Das hat die Frau Kanzlerin Merkel und der von ihr gewählte Bundespräsident Köhler unisono zu Beginn ihrer Amtszeit gesagt. Vorfahrt für Wachstum in Deutschland, dem muss ich alles unterordnen. Brauchen wir die schlichten, demotivierten, desillusionierten Hauptschüler für das Wachstum? Nein, jeder DAX-Konzern beweist im Quartalsbericht, je weniger von solchen wenig qualifizierten Leuten bei Ihnen dabei sind, umso größer ist das Wachstum. Wir brauchen sie nur als Konsumenten. Und wenn wir sie wirklich nur als Konsumenten brauchen, da kann doch ein gerütteltes Maß an Dummheit nur hilfreich sein. Wir züchten sie vielleicht. Überlegen Sie mal einen Augenblick, dann lösen sich die ganzen Widersprüche auf. Die Wut wird noch größer, aber die intellektuelle Verwirrung lässt nach. In keinem Land Europas entscheidet die soziale Herkunft eines Kindes in solchem Ausmaß über seine Bildungschancen als ausgerechnet bei uns in Deutschland. Und was heißt das in einem Land, in dem gerade die Armut explodiert? Dass sie einen soliden Stamm von Idioten heranzüchten. Nur die Verbraucherzentrale, auch in ihrem Bundesland, kriegt die Gelder zusammengestrichen seit Jahren. Auch keine Fehlentscheidung. Warum? Na, weil der Pöbel soll doch nicht nachdenken, zögern und vergleichen. Er soll den erstbesten Dreck kaufen, der angeboten wird in der Werbepause. Zwischen zwei chirurgisch optimierten Elendsgestalten, Heidi Klum und Verona Feldbusch, ich kann's mich essen, ich bin ein Spinatblub, nicht da. Das ist doch die Realität. Stellen Sie sich mal vor, ich gebe mir mal eine Kostprobe, was würde passieren, wenn wir alle Kraft und alles Geld und die besten Leute dran setzen, unsere Kinder auszubilden? Dann würden die womöglich mit dem Handy nur noch telefonieren. Das ist doch ein Desaster für die Wachstumsindustrie. Das Bruttosozialprodukt würde leiden. Aber wenn Sie die letzten Kröten von sich und Ihren Eltern durchs Handy jagen für irgendeinen Dreck, das ist gut fürs Wachstum. Und wenn die jungen Leute Kinder kriegen würden und würden ihnen eine normale Nahrung zubereiten, hat das Wachstum nichts davon. Aber wenn die jungen Eltern ihrem kleinen Fettwanz 5 Big Mac Döner in den Hals drücken, das ist gut fürs Wachstum, weil jeder Big Mac Döner Cola ist gut für ein Impuls für die Nahrungsindustrie. Wenn sie keinen Fettwanz kurz vorm Platzen noch zum Arzt und in die Klinik bringen, da haben sie einen Impuls für die Gesundheitsindustrie. Wir brauchen Idioten, sonst frisst keiner Gammelfleisch. So schlicht und einfach ist die ganze Situation, nicht wahr? Und wenn wir genug beisammen haben, und ja, jetzt hart, ich bin doch nicht zu Ende. Und wenn wir genug von diesen Individuen beisammen haben, die all jeden Dreck wieder kaufen, dann haben wir auch wieder Vollbeschäftigung. Ja, für den Satz brauchen Sie auch Idioten. Nach uns die Sintflut, verstehen Sie? Was für ein falscher Satz. Wählen Sie nicht nach uns der Sintflut. Wenn, dann nicht jetzt, nehmen Sie die Verantwortung an und sagen, wir müssen einen Wechsel versuchen. Nach uns die Sintflut stimmt nämlich gar nicht. Sie ist schon da. Wir sind die Sintflut. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Auf